Flux FM in digitaler Gesellschaft. Ja, Tagchen, Volker nochmal. Ja, hallo. Das ist seit 2010. Das hat man vielleicht schon mitbekommen, wenn man mal auf dem Amt war, um seine Papiere zu erneuern. Seit 2010 enthalten neu ausgestellte Personalausweise den sogenannten elektronischen Identitätsnachweis, kurz EID genannt. Und damit können Ausweisinhaber ihre Identität nicht nur in der analogen Welt beweisen, sondern auch beim Online-Kontakt mit Behörden oder beim Einkauf im Internet. Fast 7 Jahre jetzt nach der Einführung der EID entscheiden sich aber immer noch sehr wenige Menschen dafür, diese Funktion im Ausweis aktivieren zu lassen. Aus Gründen, die wir gleich vielleicht noch besprechen werden. Das will die Bundesregierung nun aber ändern. Es gibt einen Gesetzesentwurf, der am Montag wohl Gegenstand einer Anhörung im Innenausschuss des Deutschen Bundestages war. Und da wurde aber auch direkt von zahlreichen Experten scharf kritisiert, was im Entwurf steht und welche Probleme er aufwirft. Das besprechen wir eben mit Volker Tripp von Verein Digitale Gesellschaft. EID lautet die Überschrift. Was ist die Idee hinter dieser Neuerung? Wozu soll das eigentlich gut sein? Na, dieser elektronische Identitätsnachweis ist einfach eine Funktion auf dem Personalausweis. Bisher war das so, dass man die gesondert freischalten lassen musste, wenn man den Personalausweis bekommen hat. Und das Ganze funktioniert dann so, dass ich, wenn ich im Internet unterwegs bin und bei einem Online-Shop zum Beispiel bin, dann kann ich mit einem entsprechenden Lesegerät meinen Personalausweis in dieses Lesegerät reinstecken. Und wenn dieser Online-Shop auch an diesem EID-System teilnimmt, das ist nämlich die Voraussetzung, dann kann er auf diese Art und Weise eben meine Identität nachprüfen. Genau, und dazu, wie gesagt, ist eben notwendig, dass sich der Online-Shop oder die Behörde, bei der ich da bin, an dem System beteiligt, und ich muss das Ganze auf meinem Ausweis freigeschaltet haben. Und wie gesagt, das soll dann im Grunde so funktionieren wie ein sicherer Identitätsnachweis im Netz. Das ist die Idee. Jetzt haben sich, glaube ich, ein Drittel aller Leute, die sich bisher seit 2010 einen neuen Personalausweis haben ausstellen lassen, nur ein Drittel davon hat sich interessiert für die EID oder EID, weiß ich nicht genau, wie man es richtig sagt, für die Option entschieden, also viel zu wenig Leute, auch aus Sicht der Bundesregierung. Und ich habe gelesen, dass auch von der Anbieterseite her so viel da gar nicht geboten wird. Ja, 220 Online-Shops bzw. Behörden sind es momentan, die überhaupt sich an dem System beteiligen. Und das ist vielleicht auch einer der Gründe dafür, dass die Akzeptanz der EID noch nicht besonders groß ist in der Bevölkerung. Und dass die Leute sagen, wenn ich jetzt damit im konkreten Fall doch nichts anfangen kann, dann möchte ich nicht, dass der Chip meine biometrischen Daten speichert. Ja, beziehungsweise sie wissen eben gar nicht, wozu das eigentlich gut sein soll, weil es gibt eigentlich keine bekannten oder kaum bekannte Anwendungsbereiche. Ja. Jetzt gibt es aber trotzdem die Idee, da Änderungen im Gesetz vorzunehmen. Ich glaube, dass da heute auch schon drüber gesprochen werden sollte auf politischer Ebene. Wieso soll diese Änderung stattfinden? Worum geht's da? Ja, das ist ein Gesetz zur Förderung des elektronischen Identitätsnachweises. Es geht also genau darum, diese mangelnde Akzeptanz irgendwie zu überwinden. Und das soll jetzt geschehen in Gestalt einer Zwangsbeglückung. Mhm. Dieses Gesetz sieht nämlich vor, dass in Zukunft es so sein soll, dass standardmäßig diese Funktion aktiviert ist und dass man sie auch gar nicht als Bürger ohne weiteres aktivieren kann. Also es gibt keinen offiziellen Weg sozusagen, um sie zu deaktivieren. Das ist ein Teil, der jetzt in diesem neuen Gesetz drinsteht. Ein weiterer Teil, der ist so ein bisschen versteckt, der ist sogar noch ein bisschen brisanter. Der besagt nämlich, dass Geheimdienste und auch Polizeibehörden auf die Ausweisfotos, die bei den Meldeämtern gespeichert sind, jederzeit und quasi ohne irgendwelche besonderen Hürden oder Voraussetzungen zugreifen können. Bisher war das so, dass Ermittlungsbehörden und Gefahrenabwehrbehörden auf diese Ausweisfotos zugreifen durften, unmittelbar in Zeiten, in denen die Meldeämter geschlossen hatten. Ja. Ja, und dann auch nur, wenn Gefahr im Verzug war. So, und jetzt eben soll es so sein, dass eigentlich 24/7 rund um die Uhr dieser Zugriff möglich ist und eben nicht nur für Polizeibehörden, sondern auch für Geheimdienste. Gut, da hätte man ja schon mal einen guten Grund, dem Ganzen kritisch gegenüberzustehen. Vor allen Dingen ist jetzt die Frage, wie das Ganze weitergehen wird. Wie wird sich diese Geschichte weiterentwickeln? Was sind da eure Erwartungen, beziehungsweise
ja, wie wird die ganze Geschichte weitergehen? Also zunächst mal, wahrscheinlich wird dieses Gesetz so verabschiedet werden. Es ist halt ein GroKo-Projekt, was man jetzt noch schnell vor Ende der Legislaturperiode durchprügeln will. Ist gar nicht ganz unproblematisch, weil eben zum Beispiel diese EID-Funktion durchaus gewisse Gefahren birgt. Ja, denn also wenn man die falschen Lesegeräte benutzt, dann ist es für Kriminelle ziemlich einfach möglich, die PIN zum Beispiel auszulesen und sozusagen diese elektronische Identität auf diese Art und Weise zu stehlen. Ja. Und für Geheimdienste wiederum, diese Zugriffsbefugnis, die hat es natürlich auch in sich, weil das heißt, dass plötzlich die Geheimdienste eigentlich Zugriff haben, faktisch auf so etwas wie eine bundesweite Datenbank aller Ausweisfotos. Ja. Ohne Gefahr im Verzug zum Beispiel. Ja, ohne irgendwelche Voraussetzungen. Und das ist eben ganz entscheidend, das sind ja Fotos mit biometrischen Merkmalen. Ja. Das bedeutet, die sind im Grunde so aufgenommen, dass Computer, Algorithmen diese Bilder besonders gut auswerten können und eben nach Merkmalen suchen können. Und wenn man sich jetzt eben vor Augen hält, dass es gleichzeitig noch Projekte gibt, die vorangetrieben werden, die eben genau mit diesen biometrischen Merkmalen arbeiten, wie beispielsweise jetzt das Pilotprojekt am Bahnhof Südkreuz in Berlin, wo es eben, wo wir eine Videoüberwachung haben, an der hinten dran eben eine Gesichtserkennung sozusagen geschaltet ist. Und diese Gesichtserkennung, die funktioniert eben genau über diese biometrischen Merkmale. Und man könnte dann eben zum Beispiel abgleichen, wenn man möchte, sogar automatisiert. Ja, ich filme da eine Person, die über den Bahnhof läuft. Das System gleicht jetzt sozusagen mit der Ausweisdatenbank ab, wer das eigentlich ist. Und man könnte also ohne weiteres auf diese Art und Weise, wenn man die Daten zusammenführt, sofort wüssten die Behörden konkret, welche Personen sich da auf dem Bahnhof bewegen. Ja, aber das, wenn du mir das jetzt so erklärst, habe ich ja das Gefühl, es ist für nichts gut, diese Idee der EID, außer für jetzt Geheimdienste und Überwachungsmaßnahmen. Ja, also ich meine, das ist natürlich an sich schon eine ganz reizvolle Idee, dass man zumindest die Option hat, im Netz auch seine Identität sicher nachzuweisen. Das kann ja bei Online-Einkäufen oder eben auch, wenn man Anträge bei Behörden stellen möchte. Fürs Finanzamt vielleicht gar nicht so schlecht. Ja, zum Beispiel. Ne? Oder generell, wenn man eben keine Lust hat, tatsächlich aufs Bürgeramt zu rennen. Die Probleme hier in Berlin sind ja, glaube ich, auch weiterhin bekannt. Ist natürlich eigentlich toll, wenn man das online machen kann. Nur dann ist natürlich wichtig, dass man sich tatsächlich sicher ausweisen kann. Das heißt, so eine Möglichkeit zu haben, das ist ganz schön. Eine andere Frage ist es eben, wie sinnvoll das ist, dass man den Menschen diese Möglichkeit jetzt aufzwingt und dann eben noch verknüpft mit so einer Zugriffsbefugnis für Geheimdienste, die eigentlich erstmal ja mit dieser Frage des Online-Identitätsnachweises wenig bis gar nichts zu tun hat. Interessant ist ja auch, dass die Abstimmung über diesen Gesetzesentwurf irgendwann nachts um 1:30 stattfinden soll. Heute Nacht irgendwann, glaube ich. Ne? Ja, genau. Das ist einfach, aber das ist häufig halt so, sagen wir mal, bei so etwas problematischeren Gesetzentwürfen, dass die dann zufälligerweise immer zu so Unzeiten abgestimmt werden. Ne? Auch zum Beispiel, dass es so in Zeiten passiert, wenn Leute zum Beispiel häufig im Urlaub sind und gerade eine Fußball-WM läuft oder so. Das sind alles Dinge, die nicht, die keineswegs ungewöhnlich sind. Es ist halt vor allen Dingen, finde ich, schwierig, dass jetzt eine ganze Reihe von nicht ganz unproblematischen Vorhaben so relativ kurz vor Ende der Legislaturperiode jetzt mit Hochdruck durchgedrückt werden, sodass eigentlich gar kein Raum mehr bleibt für eine öffentliche Debatte. Ja, und mal die Frage, wollen die Leute das eigentlich mehrheitlich oder nicht? Sondern also man hat viele Dinge einfach damit abgewartet, ne, bis eben jetzt so kurz ist, dass man sagt, oh, wir haben jetzt einen Wahnsinnszeitdruck, jetzt müssen wir aber ganz schnell beschließen, wir können jetzt gar nicht mehr darüber debattieren. Aber dass das die Leute mehrheitlich nicht wollen, hätte man ja auch absehen können, wenn man sich die Zahlen mal anguckt, wenn man feststellt, dass seit 2010 nur ein Drittel die von dieser Funktion Gebrauch gemacht hat. Die haben es alle nicht verstanden, Vincent. Das ist eigentlich voll cool. Genau. Hey, wir müssen aufpassen, die Ironie im Radio funktioniert nämlich nicht. Ohne Scheiß. Weil man unsere grinsenden Gesichter gerade nicht sehen kann. Deswegen muss man es dazu erzählen. Jetzt habe ich aber gehört, dass da sich durchaus schon Widerstand regt, dass, glaube ich, sogar auch die Abstimmung heute Nacht schon fast so ein bisschen auf der Kippe steht, weil sich viele Leute gemeldet haben und haben gesagt, das geht so gar nicht. Wie realistisch ist es, dass diese zwangsweise Einführung dieser EID-Technologie, dass die durchgewunken wird oder dass die vielleicht auch noch gestoppt wird? Na, ich halte es eher für ziemlich wahrscheinlich, dass sie durchgewunken wird, denn das ist eigentlich generell, muss man sagen, auch wiederum so eine Tendenz, die sich in der Gesetzgebung abzeichnet. So ein Gesetzgebungsstil, der so aussieht, dass man zunächst mal Gesetze macht, von denen man eigentlich relativ genau weiß, dass sie verfassungswidrig sind oder zumindest verfassungswidrige Elemente enthalten. Ja.
Und dann sagt, na gut, dann lass es mal jemanden zum Verfassungsgericht tragen, dann werden die uns da schon auf das zulässige Maximalmaß so zurechtstutzen, ja, oder uns sagen, wie man dieses Gesetz verfassungsgemäß machen soll. Das war bei ganz vielen Vorhaben in der Vergangenheit schon so, BKA-Gesetz, Antiterrorgesetz und so weiter. Und ist man genau danach verfahren. Und ich denke, das wird jetzt hier wieder genauso passieren. Das heißt, uns bleibt nichts anderes übrig, als auf Karlsruhe zu hoffen. Oder wir gucken uns das Tutorial-Video vom Chaos Computer Club nochmal an. Mhm. Die haben nämlich rausgefunden, dass es doch einen Weg gibt, um diese Technologie herumzukommen, wenn sie denn mal Pflicht geworden sein sollte. Und das ist, den Chip manuell quasi physisch zu zerstören. Ja, ganz genau. Also man müsste den tatsächlich kaputt machen. Ob das tatsächlich zulässig ist, das sei mal dahingestellt. Ja. Denn tatsächlich wird man ja nicht Eigentümer dieses Ausweispapiers, sondern das bleibt weiterhin die Bundesrepublik Deutschland. Mhm. Man hat lediglich ein Besitz- und ein Nutzungsrecht da dran. Insofern wäre ich da vorsichtig, was solche Vorschläge tatsächlich angeht. Ja. Aber natürlich ist das faktisch möglich. Das kann man sagen. Ja. Und wie werdet ihr euch in das Thema noch einbringen? Schreibt ihr Karlsruhe schon mal einen Brief vorneweg und sagt, Freunde, da kommt was auf euch zu? Ja, das macht man ja eigentlich üblicherweise nicht, sondern wenn, dann würde man tatsächlich direkt versuchen, dagegen vorzugehen. Da sollen wir mal schauen, ob wir tatsächlich was machen. Das ist ja auch so ein Ding, was der Chaos Computer Club sehr gut beackert, muss man sagen. Und insofern, glaube ich, werden die da auch weiter am Ball bleiben. Gut, dann informiert euch ruhig mal weiter zum Thema, das uns ja im Prinzip alle angeht, all die jungen Menschen da draußen, die bald einen neuen Perso brauchen. Die sollten schon mal gucken, was diese neue Regelung vorsieht. Beim Chaos Computer Club gibt es ein paar schöne Texte bei Heise und Netzpolitik natürlich, aber man kann auch wichtigste Informationen nochmal nachlesen bei der Digitalen Gesellschaft auf digitalegesellschaft.de. Und von der Digitalen Gesellschaft war Volker Tripp bei uns im Studio. Vielen Dank für diese Einordnung des Themas und bis zum nächsten Mal. Ja, danke. Tschüss. Gerne. Ciao. Flux FM in digitaler Gesellschaft.